Eine Maschinendatenerfassung in der Produktion können wir als Büro jedem empfehlen, denn nur wenn man die Daten entsprechend weiterverarbeiten kann, kann man auch Rückschlüsse ziehen auf mögliche Schwachstellen in der Produktion. Pirlo produziert Verpackungen aus Metall, aber auch aus Kunststoff. Die Tuben und Dosen werden in mehreren Schritten produziert und sind dann für verschiedene Branchen wie Lebensmittel, Kosmetik, Pharma einzusetzen. Vor der Einführung von Elmobile hatten wir vor allem Probleme mit dem Thema zeitnahes Rückmelden. Uns war es nicht möglich, die Produktionsmeldungen zeitnah zu machen. Die Produktionsmitarbeiter haben viel auf Zetteln dokumentiert. Und mittlerweile hat jeder sein eigenes Terminal, jeder bucht sofort und die Mengen und Zeiten landen sofort im ERP-System. Die Pirlo-Produktion, vor allem im Metallbereich, funktioniert in mehreren Stufen. Beginnen tut das Ganze im Bereich Druck-Lack. Jede Lackierlinie und jede Drucklinie hat ein Elmobile Terminal. Dort werden Materialien eingespannt, Mengen rückgemeldet, etikettiert und so weiter. Die nächste Stufe ist dann unsere Zuschneiderei. Dort werden die bedruckten Tafeln zugeschnitten. Dann geht es in unsere Endfertigung. An den Terminals buchen wir das Rüsten und das Fertigen, also den Status des Produktionsauftrags, aber auch Störungen. Und natürlich die Menge von jeder produzierten Einheit wird sofort gebucht, Auftragsende, Rückmeldungen von den Materialien. Und dahingehend ist das schon das System einfacher geworden und jeder kann Zugriff nehmen, jeder hat Zugriff im ganzen Unternehmen. Bei mir im Alltag kommt die Maschinendatenerfassung jeden Tag. Das ist eigentlich das Erste, was ich in der Früh mache. Ich schaue mir den ganzen Vortag an der Produktionslinien an, kontrolliere natürlich auch die Störungen und alles und ergänze daraufhin die Produktion, ob wir was verändern müssen oder nicht. Der Großteil ist mit der neuen Elmobile-Lösung zufrieden, weil es natürlich für die Arbeitsweise eine Erleichterung darstellt. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion nicht mitbekommen, der Wegfall von nachgelagerten Tätigkeiten. Grundsätzlich haben wir bei der Maschinen- und Betriebsdatenerfassung zwei Standbeine. Zum einen die Daten von der Maschine oder den Mitarbeitern zum ERP-System und auch die Daten von ERP-System zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung. Der große Vorteil von automatischen Schnittstellen von MD Richtung BD oder auch dann in unser ERP-System: Der Mitarbeiter kennt ja die Maschine, die er bedient, und der weiß ja auch, der hat das Wissen, dass die Maschine die Informationen, sei es Stückzahl, sei es Geschwindigkeit, natürlich bereits hat. Dann wird das sehr gut angenommen, wenn man diese Daten auch schon zur Verfügung stellt und nicht so den Mitarbeiter noch mehr belastet in der Produktion wie notwendig. Übertragung der Daten von der Produktion in das ERP-System war ein absolutes Musskriterium. Und mit der Umstellung auf Elmobile haben wir eine zentrale Maschinen- und Betriebsdatenerfassung geschaffen, die mit der ERP-Software direkt bidirektional miteinander verbunden ist. Dadurch, dass Pral von Elmobile technisch sehr gut abgestimmt sind, haben wir uns dann schlussendlich für Elmobile entschieden, wie ich finde, die richtige Entscheidung. Die Zusammenarbeit mit der Elmobile war sehr angenehm, auf einer sehr persönlichen Ebene. Wir hatten aber immer einen persönlichen Ansprechpartner, haben uns am Umstellungswochenende mit unterstützt und bis spät in der Nacht gemeinsam mit uns daran gearbeitet, dass am Wochenende nach der Umstellung alles reibungslos funktioniert und Produktion ohne Probleme starten kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest Elmobile gerne live erleben? Dann melde dich unter elmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.